Yes. Nein. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Clash Royale. Ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Ich habe mal gerade den Screen noch zensiert, damit ihr es nicht sofort seht. Aber ich war gerade mit meinem zweiten Account unterwegs. Wollte eigentlich gar keine Aufnahme machen. Hab ein paar Matches gemacht, ein bisschen gespielt, damit wir eine Truhe kriegen, ne? Will ein bisschen Fortschritt machen halt mit meinem zweiten Account, wo ich free to play bin. Mache das erste Match und BAM! Super Magical Chest. Holy shit. What the fuck? Mein Kopf ist fast explodiert, als ich das bekommen habe. Ohne Scheiß. Ich habe vor kurzem auf meinem Hauptaccount ja schon die Super Magical Chest erhalten. War ein super Ding. Und jetzt kriege ich mal auf meinem Free-to-Play-Account in Arena 5 die fucking Super Magical. Instagram ist updated. Schönes Ding. Swag MLG. 3 Kronen geholt und direkt dieses geile Ding. Das ist sowas super nice. Wie gesagt, ich wollte eigentlich keine Aufnahme machen, aber da ich jetzt dieses Ding schon habe, habe ich angefangen zu moderieren. Dann machen wir jetzt auch noch ein paar Matches, oder? Und die Truhe seht ihr natürlich in einer anderen Folge. Ich will jetzt keine... Ich habe nur 388 Gems. Ich will jetzt nicht 144 für die Truhe ausgeben. Deswegen spielen wir dann noch eine Runde. Ein paar locker easy Matches in Arena 5. Vielleicht kommen wir auch in die Richtung 6. Das wäre echt ein gutes Ding. Das wäre echt eine geile Folge, wenn ich in Arena 6 noch aufsteige. Okay, X-Bogen direkt so früh. Wow. Das ist weird. Das ist komisch, das ist komisch. Ich bin nicht drauf vorbereitet. Bin echt nicht drauf vorbereitet. Sepp ist nicht ready, das ist scheiße. Aber das ist super, das ist super. Ich bin in Elixiervorteil und der Riese lebt immer noch. Das ist schön, das ist echt... Oh, scheiße. Ah, oh, das ist scheiße, das ist echt scheiße. Egal. Ja, jetzt auch noch die. Shit. Der Kerl, der geht... Er geht drauf. So, shit. Okay. Hätte der Bomber gereicht, hätte ich den ein bisschen besser platzieren? Ja, hätte er. Pushe ich jetzt noch mit den Kobolden? Ja, tue ich auch. Mal gucken, ob er das abwehrt. Scheiß Valkyrie, ich verliere dieses Match. Tue ich. Ich hätte jetzt die Cannon setzen können. Oh, wäre sogar die bessere Option, aber wir machen jetzt. Der ist aggressiv, der ist super aggressiv. So, so. Bin ich auch. Mal gucken, ob das funktioniert. Glaube ich nicht. Ich habe einen nicht so geilen Start. Oh, da kommen die Lakaien schon wieder. Wo ist mein Sepp? Mein Sepp ist ewig nicht bereit. Oh, die haben sich gesplittet. Wunderschön. Wunderschön. Ah, geht so schön. Zwei werden noch draufklatschen. Es ist ausgeglichen. Super ausgeglichen. Die machen so wenig Schaden auf Level 5. Beziehungsweise in Arena 5. Okay, die Geschichte schon wieder. Zack, der hat jetzt die ausgegeben. Und der hat auch keinen Spell, ne? Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr schön. Oh, jetzt noch die. Zack, Sepp. Deswegen ist die Skelettearmee nicht mehr so geil. Und jetzt hat er mich versucht zu baiten, ne? Hat auch ein bisschen geklappt, aber ich kriege seinen Main Tower, wenn es so weitergeht. Weil das, da ist der Giant dran, da ist jetzt der Bomber dran. Jetzt kriege ich noch vielleicht Musketieren. Ja, vielleicht. Musketieren war vollkommen überflüssig. Das war echt wasted. So, das ist gefährlich, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Lakaienhorde, der hat zum Glück keine Spells. Kanone. So, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Zack. Oh, der hat noch einen Magier rausgehauen, das ist auch ganz gut. Jetzt haut er noch das Koboldfass raus. Sepp ich das? Ja, ich sepp's. Ach, Mann. Oh, ich vergesse die Armee, warum? Ich weiß auch nicht, aber irgendwie vergesse ich die Armee die ganze Zeit. Schon wieder keine gute Situation. Ich spiele ein bisschen zu aggressiv. Der hat gerade mal einen Punch geschafft. So, wir machen das schon wieder. Er hat keinen Spell. Das ist ein Segen. Das ist ohne Scheiß ein Segen. Wenn der Gegner keinen Spell hat, das ist so befriedigend. Zack. Oder selbst der one-shottet ihn nicht. Der ist schwick. Der ist schwick. So, der Giant wird sich mit dem beschäftigen. Wir machen mal das. Das. So, Musketieren ist dran. Kobolde sind dran. Nice, 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 nice. Oh, die machen immer noch zu wenig, die machen zu wenig Damage. So, er macht das gleiche Spielchen nochmal. Er wiederholt sich. Zack, zack, zack. Hühner. So, ich push nochmal. Come on. Ein paar Schüsse, ein paar Schüsse. Fucking Valkyrie, ey. Es wird ein Unentschieden, oder? Ich bin so aggressiv. Ich will diesen fucking Tower haben. Oh,
Und es wird ein Unentschieden. Schade. Seine Valkyrie könnte mich noch schnappen, aber nee, tut sie nicht. Das ist ätzend, das ist ätzend. Ich hab jetzt irgendwie total miserabel gespielt. Eigentlich hätte ich einen größeren Push aufbauen sollen, aber ich habe immer wieder kleine Einheiten rausgeschickt. Warum habe ich jetzt die Kronentruhe nicht aufgemacht? Level 8 da auch noch. Ich nehme mir mal den Elixiervorteil und das war's. Das ist eine sauschlechte Idee. Warum? Weil dieser fucking Ballon da ist. Diesen Kanonenturm hat er sich gesnackt, als ob es nix wäre. Oh, jetzt freest auch noch. Scheiße. Egal, es wird ein Turmtausch. Hoffe ich mal. Nee, wird es nicht. Skeletten sind Kacke. Habe ich dieses Match noch gewonnen, ohne Scheiße. Ich habe mittendrin aufgehört zu kommentieren, weil ich dachte, komm, dieses Match schneidet es raus. Total beschissener Anfang und dann hole ich mal eben 3 Kronen. Ich würde mal sagen, es läuft. So, Kronentruhe mache ich. Es ist viel zu spät, Leute. Guckt auf die Uhrzeit, seht ihr das? 23.15 Uhr, das ist viel zu spät. Ich mache einfach so die Kronentruhe auf und sie sagt dann nicht mal was. Zack, und jetzt noch eine Legendary und das wird die beste Folge, die auf YouTube je existiert. So, mir fehlt nur noch ein Win, sehe ich das richtig? Ach Quatsch, mir fehlen noch 100 Wins. Ey, Level 6er. Supercell hat vor kurzem irgendeinen Bugfix rausgebracht, beziehungsweise eine Änderung gemacht, dass man mehr mit seinem gleichleveligen Gegnern zusammenkommt, anstatt höherlevelige Gegner. Das scheint ganz gut zu funktionieren, weil ich kriege jetzt auf jeden Fall mehr Gegner, die niedrigeren Level haben. Hier habe ich wieder aufgehört zu kommentieren, weil der erste Push so scheiße war. So, Giant kommt dahin, danke. Wir pushen mit der Cannon. Den Bomber wehren wir ab, sonst macht er meinen Turm kaputt. Zack, und jetzt haben wir einen easygoing Push auf beiden Seiten. Ah, das war eine schöne Defense. Ich liebe solche Defenses, die echt butterweich funktionieren. So, sein Turm ist down und meiner fast. Ich habe ein bisschen Vorteil, was das angeht. Mal gucken, ob ich das noch biege. Und er zappt das einfach so. Ich liebe es. Ich liebe die Anfangsarenen. Es macht Spaß. Mal gucken. So, der Babydrache kommt und wir lenken ab mit dem Giant. Zack. Und noch den Musketier. Soweit ich jetzt gesehen habe, hat er keinen Feuerball, was ich immer wieder nice finde, wenn die Gegner keine super Spells haben, die meinen Pushes kaputt machen.
Aber dafür habe ich den Sepp, der das macht. Und schon habe ich fast den zweiten Turm. Läuft, es läuft. Und wir greifen noch links an. Das war scheiße. Ich dachte, der Giant würde länger überleben. Tut aber nicht. So, so, ich musste gerade kurz, war mir nicht sicher, ob ich das richtig spiele. Manchmal vergesse ich, wie man das Spiel spielt. Passiert. So, der Turm sollte mir gehören. Zack, komm, ich gönn dir den einen, ich gebe mir 3 Kronen, ich gebe dir den 2er, ne? Eine Krone. Fairer Tausch, fairer Tausch. Nehmen wir so hin. Blops, blops, blops. Und der dritte Krone. 3x3 Kronen hintereinander, oder? Ne, fast das erste Match war ein Reinfall. Kaum eine Runde schaffen wir noch. Eine Runde schaffen wir noch. Es geht gerade echt gut Richtung Arena 6. Bin zwar schon Level 7, das liegt aber daran, dass ich sehr selten mit diesem Account zocke. Ich spende sehr viel und dann kriege ich mein Level up, ohne dass ich in der Arena spiele. Deswegen ist es gerade ein bisschen easy going Richtung Arena 9. Richtung Arena 6. So. Zack. Das ist nice. Jetzt muss er noch 2 Einheiten abwehren. Und hier links machen wir den Bomber. Oh, schade. Schade. Echt schade. Zack. Na, immerhin habe ich Rechtsdamage machen können, ne? Habe ich gerade gar nicht. Ach, come on. Na gut. Einfach 4 Elixier hat er jetzt verschwendet für ein bisschen Damage. Das ist sehr. Nicht unbedingt vorteilhaft. Wahrscheinlich hat er den früher gezündet und hat gehofft, das würde früher zünden. Dann wäre es super böse. Dann wäre es echt ein geiler Zug gewesen. Hat aber ein bisschen zu spät gezündet. Vorteil für mich. Und deswegen pushe ich jetzt rechts, weil der Turm ist schon angeknuspert und den will ich jetzt zu Ende knuspern. Oh, ich freue mich so auf diese Super Magical Chest. Oh, wer kommst du her? So, kriege ich den schnell kaputt? Ohne den Dauer. Yes! Nein! Oh, die Lakaienhorde lebt noch. Das ist wunderschön. Wunderschön ist das. Dieser Push ist so wunderschön. Der ist so sexy. Guckt euch das an, wie dieser Turm gerade vernichtet wird. Oh, und jetzt kommt auch noch hier die Lakaien an den Main-Turm dran. Oh, ist das schön. Ist das schön. Die Rakete war schön. Ah, ich. Ja, das sind so Moves, weißt du, wenn die laufen so glatt, da denkst du dir, muah. Man merkt, dass ich ein bisschen glücklich bin, ne, wegen der Super Magical Chest. Das lief gerade echt so butterweich. Okay, lassen wir den Arena 6 Push noch für ein neues Video, da können wir auch die Super Magical Chest aufmachen. Und schaltet auf jeden Fall rein in ein neues Opening einer kostenlosen Super Magical Chest. Das ist die erste in meinem Free-to-Play-Account, die dritte insgesamt. Frag mich nicht, warum ich die bekommen habe. Ich meine, ich habe in meinem Hauptaccount nicht mal so schnell eine bekommen. Und das ist in Arena 5, was ein bisschen traurig ist, weil die Chance auf eine Legendary ist nicht so hoch in Arena 5. Schauen wir mal. Auf jeden Fall schaltet rein, hinterlasst mir einen Daumen hoch für 3 Kronen, 3x3 Kronen, eine Super Magical Chest, gute Runden auf jeden Fall. Ein schönes Deck, falls ihr es kopieren wollt, habe ich ja schon mal Videos zugemacht. Ist ein nettes Ding, kann man eigentlich im Easygoing durchkommen. Oh, hier oben rechts auf das i klicken, dort findet ihr weitere Videos und gebt mehr Flosse. Flop.